Die 10 verrücktesten Tiergeburten. Von Tieren, die im Gegensatz zu dem, was du wahrscheinlich denkst, keine Eier legen, bis hin zu dem herzerwärmenden Konzept der Allmütter. Das sind die 10 verrücktesten Arten, wie Tiere gebären. Los geht's mit unserer Liste. Nummer 10. Stachelrochen. Du denkst wahrscheinlich, dass alle Meerestiere Eier produzieren, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Stachelrochen zum Beispiel bringen lebende Junge zur Welt. Das ist ein Prozess, der als Ovovivipari bekannt ist. Die befruchteten Eier entwickeln sich im Körper des Weibchens und werden von einem Dottersack ernährt. Sobald sie vollständig entwickelt sind, werden die Rochenbabys, die sogenannten Jungtiere, lebend und vollständig ausgebildet geboren, normalerweise in Würfen von 1 bis 4 Tieren. Bei einigen Rochenarten gibt es auch eine Form der Fortpflanzung, die sogenannte Oviparie, bei der das Weibchen Eier legt und die Jungen außerhalb des Körpers der Mutter schlüpfen. Das ist einfach fesselnd. Nummer 9. Igel. Kommen wir zu den Landtieren und schauen wir uns an, wie niedlich kleine Igel sind, wenn sie geboren werden. Diese winzigen Kreaturen sind für ihre Stacheln bekannt, werden aber eigentlich stachel- und haarlos geboren. Sie entwickeln ihre charakteristischen Stacheln erst mit der Zeit. Die Augen des Igels sind bei der Geburt geschlossen und öffnen sich in den ersten Wochen nicht. Ein weiterer verrückter Aspekt der Igelgeburt ist, dass die Weibchen die Einnistung des befruchteten Eis verzögern. Das bedeutet, dass sich das befruchtete Ei nicht sofort in der Gebärmutter einnistet, sondern in einem Schwebezustand verbleibt. Das Ei pflanzt sich erst dann ein, wenn die Bedingungen für das Überleben der Jungen günstig sind, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Nahrung. So können die Igel ihre Geburt so legen, dass sie mit der optimalen Zeit für die Aufzucht der Jungen zusammenfallen. Nummer 8. Schlange. Ein weiteres Tier, von dem du wahrscheinlich dachtest, dass es Eier legt, ist die Schlange. Aber auch hier liegst du falsch. Nun, zumindest nicht ganz, aber lass es uns erklären. Einige Schlangenarten, wie zum Beispiel Boas und Pythons, behalten die Eier im Körper und versorgen die sich entwickelnden Jungtiere über eine Plazenta mit Nahrung, ähnlich wie Säugetiere. Wie wir bereits gesehen haben, ist das als Ovovivipari oder Ovipari mit zurückgehaltenen Eiern bekannt. Andere Schlangenarten wie Vipern und Strumpfbandnattern bringen voll entwickelte lebende Junge zur Welt, ohne eine Plazenta zu haben. Dies wird als Vivipari bezeichnet. Das Verrückteste an Schlangen, die lebend gebären, ist, dass ihre Jungen sofort nach der Geburt voll entwickelt sind und sich selbstständig fortbewegen und ernähren können. Sie erhalten keine weitere Zuwendung oder Schutz von ihrer Mutter und müssen in der Lage sein, selbstständig Nahrung zu finden und Raubtieren auszuweichen. Nummer 7. Giraffe. Obwohl Schlangen faszinierend fähig und bereit für das Leben sind, wenn sie zum ersten Mal auf der Erde ankommen, gibt es ein Säugetier, dessen Geburtsvorgang ziemlich ungewöhnlich ist. Manche können ihn sogar für gefährlich halten. Giraffen sind die größten lebenden Tiere, aber sie haben auch einen der seltsamsten Geburtsvorgänge, die du je erleben wirst. Die Trächtigkeitsdauer einer Giraffe beträgt etwa 14 bis 15 Monate. Wenn eine Giraffenmutter bereit ist, ihr Kind zur Welt zu bringen, sucht sie sich normalerweise einen abgelegenen Platz abseits der Herde. Die Mutter gebärt im Stehen, wobei das Giraffenbaby zuerst mit den Vorderhufen, dann mit dem Kopf und schließlich mit dem Rest des Körpers herauskommt. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, fällt das Kalb aus einer Höhe von 1,8 Metern oder mehr auf den Boden. Der Sturz lässt die Fruchtblase platzen und führt dazu, dass das Kalb seine ersten Atemzüge macht. Würdest du so ein außergewöhnliches Ereignis nicht auch erleben wollen? Wir wissen, dass wir es wollten. Nummer 6. Löwen. Löwinnen gebären wie Giraffen normalerweise in einer abgelegenen Höhle oder im Dickicht, weit weg vom Rest des Rudels. Nach der Geburt beschützt die Löwin ihre Jungen mit aller Kraft und hält sie in den ersten Wochen ihres Lebens versteckt.
Dennoch wird das Rudel später eine wichtige Rolle bei der Aufzucht der Jungen spielen, denn alle Löwinnen werden sich abwechselnd um die Jungen kümmern und sie sogar säugen. Dieser Begriff ist als Allmutterschaft bekannt. Die Jungen bleiben 2 bis 3 Jahre lang bei ihrer Mutter und dem Rudel und lernen wichtige Überlebensfähigkeiten und soziale Verhaltensweisen, bevor sie alt genug sind, um ihr eigenes Territorium zu suchen. Die Trächtigkeitsdauer einer Löwin beträgt etwa 110 bis 120 Tage. Nummer 5. Zebra. Ein weiteres Tier, das der Giraffe bei der Geburt ähnelt, ist das Zebra. Die Tragzeit eines Zebras beträgt etwa 12 bis 13 Monate. Wenn eine Zebramutter bereit ist zu gebären, sucht sie sich in der Regel einen abgelegenen Platz abseits der Herde. Die Mutter gebärt auch im Stehen, wobei das Zebrababy zuerst die Vorderhufe, dann den Kopf und dann den Rest des Körpers zur Welt bringt. Nach der Geburt säubert die Mutter das Fohlen und innerhalb einer Stunde kann das Fohlen aufstehen und seine ersten Schritte machen. Die Mutter führt das Fohlen dann zur Herde, wo es mit den anderen Zebras bekannt gemacht wird. Zebras haben eine starke soziale Bindung. Das Fohlen wird in der Gruppe willkommen geheißen und von dem dominanten Hengst und anderen erwachsenen Zebras bewacht. Dieses Verhalten sichert das Überleben der Fohlen, auch in Gegenwart von Raubtieren. Nummer 4. Impala. Impalas bringen ein einzelnes Kalb zur Welt, in der Regel nach einer Tragzeit von etwa 6,5 bis 7 Monaten. Der Geburtsvorgang dauert in der Regel etwa 30 Minuten und das Kalb kann schon wenige Minuten nach der Geburt stehen und laufen. Impalas gebären in der Regel in abgelegenen Gebieten weit weg von der Herde. Sie sind dafür bekannt, dass sie ihre Geburten synchronisieren, wobei die meisten Weibchen innerhalb eines kurzen Zeitraums gebären. Es wird angenommen, dass dieses Verhalten eine Anpassung ist, um ihre Jungen vor Raubtieren zu schützen. Durch die gleichzeitige Geburt können sich die Jungtiere in die größere Gruppe einfügen, was es für Raubtiere schwieriger macht, ein einzelnes Kalb zu finden und aufzugreifen. Außerdem kann die Anwesenheit vieler junger Impalas es Raubtieren erschweren, die gefährdeten Jungtiere von den erwachsenen Tieren zu unterscheiden. Diese Strategie soll die Überlebensrate des Nachwuchses erhöhen. Nummer 3. Nashorn. Nashörner bringen nach einer Tragezeit von etwa 15 bis 16 Monaten ein einziges Kalb zur Welt. Der Geburtsvorgang kann mehrere Stunden dauern und das Kalb ist normalerweise schon wenige Stunden nach der Geburt in der Lage zu stehen und zu laufen. Nashörner gebären in abgelegenen Gebieten oder im hohen Gras, um das Kalb vor Raubtieren zu schützen. Das Kalb bleibt mehrere Jahre lang in der Nähe seiner Mutter und wird in der Regel etwa ein Jahr lang gesäugt. Einige Nashornarten wie das Breitmaulnashorn und das Spitzmaulnashorn sind dafür bekannt, dass sie ihre Jungen sehr gut beschützen und sie aggressiv gegen potenzielle Bedrohungen verteidigen. Nummer 2. Esel. Ein weiteres Tier mit einer langen Trächtigkeit ist der Esel. Esel bringen ein einzelnes Fohlen zur Welt, in der Regel nach einer Tragzeit von etwa 12 bis 14 Monaten. Der Geburtsvorgang dauert in der Regel etwa eine Stunde und das Fohlen kann schon wenige Stunden nach der Geburt stehen und laufen. Eselinnen gebären in abgelegenen Gebieten abseits der Herde, um das Fohlen vor Raubtieren zu schützen. Das Fohlen bleibt mehrere Jahre lang in der Nähe seiner Mutter und wird in der Regel etwa ein Jahr lang gesäugt. Esel sind dafür bekannt, dass sie ihre Jungen sehr beschützen und ihre Fohlen aggressiv gegen potenzielle Bedrohungen verteidigen. Eine Eigenschaft, die bei Pferden üblich ist. Nummer 1. Elefanten. Unser Vorschaubild des Tages sieht vielleicht so aus, als wäre dieser Elefant ein hervorragender Balletttänzer, aber so sieht es tatsächlich aus, wenn dieses Tier gebärt. Elefanten sind 22 Monate lang schwanger und bringen ein einziges Kalb zur Welt. Der Geburtsvorgang kann mehrere Stunden dauern. Wir können uns also nur vorstellen, wie erschöpft die Elefantenmutter nach dieser Zeit in dieser Position sein muss. Elefanten gebären in abgelegenen Gebieten weg von der Herde, um das Kalb vor Raubtieren zu schützen, und das Kalb bleibt danach mehrere Jahre lang in der Nähe seiner Mutter. Das Tolle daran ist, dass andere Elefantenweibchen der Herde der Mutter während der Geburt helfen und sich später gemeinsam mit ihr um das Kalb kümmern.
Was war dein Favorit unter diesen 10 verrückten Geburtsvorgängen? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.